Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Monkey Island 30 Curse of Monkey Island. In der letzten Folge haben wir Handtücher in Wasser getunkt, in Eiswasser vor allem auch getunkt, mit denen wir dann zu dem, dem Deutschen oder dem Engländer rüberkommen. Auf jeden Fall ein sehr weißer Kandidat, könnte auch ein Vampir sein. Und wir probieren das Ganze jetzt mal. Handtücher, nasse Handtücher auf den Sand legen, dazu heiß es, um drüber zu laufen. Und zwar eins nach dem anderen und dann sollten wir zu ihm rüberkommen, hoffe ich doch. So, man muss sich, glaube ich, auch ein bisschen beeilen, weil die verpuffen irgendwann, die Handtücher, beziehungsweise gehen in Flammen auf. So, jetzt sollen wir rüberkommen. Bingo! Wie kommen wir wieder zurück? Gar nicht mehr. Ah, guck mal, da ist ein Tor. Ah! Guck mal, ein Krug. Sonnenanbeter. Er ist unglaublich blass. Nein. Das wäre ja zu schön. Ach, wie das geht? Wir haben einen normalen... Ey, weißt du, was mir gerade einfällt? Ich habe einen Gummistopfen. Ich habe ein Boot mit Loch. Da mache ich doch da einen Gummistopfen rein. Das probieren wir aus. So, wir haben einen Krug. Das heißt, wir können den Krug austauschen mit dem bodenlosen Krug. Die Frage ist, was uns das bringt. Wir werden es noch rausfinden. Und wir kommen wieder vorwärts. Ich habe Hoffnung. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Ich bin Guybrush Threepwood. Erfreut dich kennenzulernen, Mr. Flitzwood. Ich bin Placido. Placido Domingo. Ich bin so froh, dass du da bist. Endlich. Jemand auf der Insel mit Manieren. Mein Drink muss aufgefrischt werden. Nimm ihn mit und hol mir noch einen. Ich glaube, Sie verstehen nicht. Ich bin ein mächtiger Pirat. Tut mir leid, mein Lieber. Es tut mir wirklich aufrichtig leid. Vielleicht habe ich das Zauberwort vergessen. Nimm diesen Drink mit und hol mir noch einen. Sofort! Zack, zack. Ziemlich zügig. Ist einem schon mal aufgefallen, dass wir... Ich bin Guybrush Threepwood und ein mächtiger Pirat, dass es keine Sau interessiert? Wow, sind Sie blass. Sieh mal, Schätzchen. Ich habe mich sehr lange nicht mehr gesonnt, also sei ein bisschen nachsichtig mit mir. Wie lange sind Sie schon hier draußen? Seit November. Ich habe Korrekturflüssigkeiten gesehen, die eine bessere Farbe hatten als Sie. Ja, Schätzchen. Ich bin nicht gerade der gebräunteste Hengst in der Gegend. Aber, wie du sehen kannst, arbeite ich daran. Sie sehen aus, als hätten Sie Ihr ganzes Leben in einer Höhle gelebt. Meine Gesichtsfarbe ist ein wenig blässlich, das gebe ich zu. Aber bald werde ich ein bronzener Gott sein. Ein Kellerkind. Sie sind ja unglaublich blass. Bitte, Schätzchen. Wenn du noch etwas sagst, werde ich sehr selbstbewusst. Okay. Hey, ich kann mich in Ihrer Brust spiegeln. Danke für deine scharfe Einsicht, mein Freund. Warum gehst du nicht etwas Nützliches tun? Wie zum Beispiel einen Kugelfisch inhalieren. Okay, Schätzchen? Dass Schnee dagegen braun aussieht. Ah. Würden Sie gern zu meiner Mannschaft gehören? Oh nein, Schätzchen. Ich bin kein Seemann. Ich verdiene meinen Lebensunterhalt mit der harten Arbeit und dem Talent anderer. Sie sind Projektleiter bei einem Computerspiel? Nein, nein. Ich bin ein mächtiger Talentsucher. Bedeutende Stars. Wir sprechen hier über bedeutende Stars. Genau, das ist halt der Fuzzi, der dem im Theater dementsprechend. Der kann mich nach Blood Island bringen. Ich suche Blood Island. Wissen Sie, wo es liegt? Nein, nie davon gehört. Das ist komisch. Schlappi Cromwell sagte mir, sie haben alle seine Shows dort gebucht. Richtig. Cromwell, ich hätte es mir denken können. Wenn ich diesen Kerl für ein Beiboot gebucht hätte, hätte es noch leere Sitze gegeben. Also wissen Sie, wie man nach Blood Island kommt? Ja, ja. Sie hatten dort auch ein wirklich nettes Zimmer. Das Meister Super Kolonial Hotel und Casino. Es war der Ort, an dem man sein musste, bevor sie die Schiffsrouten verlegten. Ich buchte dort so viele Auftritte, dass ich mir die Karte auf den Rücken tätowieren ließ. Auf Ihren Rücken? Bingo! All diese kleinen gelben Klebezettel gingen ständig verloren. Oh, warum haben Sie gelogen und gesagt, Sie wüssten nicht, wie man nach Blood Island gelangt? Das möchte ich nicht erzählen. Was? Es ist dein Gesicht, Schätzchen.
Da, ich habe es gesagt, Junge. Ich hoffe, du kannst mir vergeben. Ich muss einfach ehrlich sein. Ich dachte einfach nicht, dass du der geeignete Typ für Blood Island bist. Es ist einfach nicht der Ort, an dem ich mir deine zukünftige Karriere vorstellen kann. Lass mich dich für etwas buchen, was eher dein Ding ist. Ich kann dir einen Auftritt in dieser kleinen Schuhfabrik in Hoboken besorgen. Blood Island oder gar nichts? Wenn das so laufen soll, Schätzchen, dann läuft es eben so. Aber du musst dein Äußerliches etwas verändern, okay? Kann ich Ihre Karte nach Blood Island sehen? Du kannst sie sehen, wenn ich mich umdrehe, um meinen Rücken zu bräunen. Wann wird das sein? Das kann lange dauern, Schätzchen. Sehr, sehr lange. Okay. Auf seinem Rücken ist die Karte nach Blood Island. Jetzt ist die Frage, müssen wir die irgendwie abzeichnen, sehen oder irgendwas anderes? Er dreht sich aber nur um, wenn er vorne braun ist, würde ich mal annehmen. Bitte, lassen Sie mich die Karte nach Blood Island sehen. Du kannst es sehen, wenn ich mich umdrehe, um meinen Rücken zu bräunen. Aber Schätzchen, das kann noch sehr lange dauern. Okay, wie kriegen wir ihn braun? Wir bräuchten irgendwie, Sascho, Selbstbräuner oder sowas. Sind Sie sicher, nicht in meine Mannschaft kommen zu wollen? Sprich mit mir nicht über Arbeit, Junge. Ich bräune mich. Sie sind so blass, dass Schnee dagegen braun aussieht. Sei jetzt ruhig. Wenn ich Kreide bleichen würde, wäre sie nicht annähernd so blass wie Sie. In Ordnung. In Ordnung. Ja, ich bin sehr blass. Danke. Da, du hast mich tief verletzt und du weißt, dass ich das ernst meine. Bist du glücklich, hä, ja. Schätzchen? Bist du glücklich? Bist du jetzt glücklich? Ja. Ich hasse dich. Hol mir etwas zu trinken. Okay. Ich bin es wieder, Guybrush Threepwood. Ich bin es wieder. Wie schön. Sieh mal, Schätzchen, weißt du, ich liebe deine Arbeit und ich respektiere dich als Künstler, aber hol meinen Drink und mach fix. Nun sehen Sie... Geh und hol mir etwas zu trinken. Nun sehen Sie... Hol mir etwas zu trinken, sofort. Sieh mal, blanchierter Holzkopf. Nun sehen Sie... Hol mir etwas zu trinken, sofort. Sieh mal, blanchierter Holzkopf. Okay, wir müssen ihm was zu trinken bringen. Bis später. Und wir müssen ihn irgendwie... Lacito, die Namen sind so cool. Wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass er braun wird. Oder rot. Müssen wir mal schauen. Wir haben rote Farbe neben dem Heini. Können wir dem einfach irgendwie die rote Farbe drüber schütten, dass er rot ist und sich umdreht? Hier können wir nichts weiter machen und hier kommen wir nicht wieder zurück. Sondern wir nehmen mal den Weg. Mal sehen, wo wir da landen. Vielleicht ja in einem neuen Gebiet, wo wir noch... Nee, leider nicht. Wo sind wir? Bett? Ah, doch, hier. Cabana. Wir haben jetzt einen Krug. Wir haben hier einen bodenlosen Krug. Kann ich den Krug mit der Farbe füllen? Hier ist rote Farbe. Wenn ich ihn rot kriege, reicht es doch auch, oder? Der Bing. Krug ist mit roter Farbe gefüllt. Bingo! Den Krug jetzt auszutauschen ist aber sinnfrei. Das mit dem Stopfen würde ich gerne mal probieren. Und wir probieren es mal mit dem Krug mit der roten Farbe. Und guck mal hier, wenn wir das Boot flicken, kommen wir dann darüber? Also wir haben noch mehrere offene Baustellen, aber ich glaube, wir hängen zumindest nicht fest. Das ist was sehr Schönes. Wir kommen immer irgendwie weiter gerade. Das ist schon mal nicht schlecht. Guck mal hier. Gummistopfen. Klasse. Für einen selbstgemachten Gummistopfen klappte das. Ganz gut. Es bleibt da nicht drin. Wir haben Kleber. Oder Kaugummi. Das kann ich nicht stopfen. Der Stopfen ist jetzt voller Kleister. Jetzt aber. Perfekt. Bingo. Nimm Ruderboot. Oder benutze Ruderboot in dem Fall. Jetzt kommen wir auf das Schiff. Die Frage ist, was dann passiert. Ah. Ach so, das sind aber noch Haie. Ich kann mir vorstellen, dass ich noch einen Haiköder oder sowas brauche. Geht das? Vor allem können wir auch irgendwo anders hin rudern.
Piratenschiff, Piratenschiff, Piratenschiff. Bruder, mein Freund. Okay. Blanke, nimm. Ich werde niemals in der Lage sein, das aufzuheben. Entweder ist es eine uralte Art der Piratenfolter oder einfach ein loses Brett. Was ist das? Kommen wir da irgendwie ran? Wir haben noch den Arm. Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Wie kommen wir da hoch? Wir haben kein Seil. Was, ernsthaft? Hä? Das, hä? Treibende Planke. Ich brauche die Planke nicht. Komm ich? Ach, jetzt komme ich hoch. Ganz ehrlich, das war jetzt einfach mal so ein Versuch. Können wir die vielleicht absägen oder sonst irgendwas anderes? Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das funktioniert. Hä, das ergibt ja gar keinen Sinn. Aber okay, es hat funktioniert. Weshalb auch... 15 Mann auf des Totenmanns. Was? Kiste. Wer bist du? Ja, komm, wir bleiben unserer Linie treu. Ich bin Guybrush Threepwood und ich bin ein mächtiger Pirat. Nun, wir werden gleich sehen, was mein Kapitän von deinen Drohungen hält. Deinem Kapitän? Ja, Threepwood, du befindest dich an Bord der Seegurke. Ich bin Mr. Fossey, der erste Mat. Und mein Kapitän? Nun, der ist die Geißel der sieben Meere. Der gefürchtete Pirat Lutz. Nein, nicht Lutz. Ja, Captain, es ist auf dem Tisch, Sir. Lutz? Genau, Kapitän Lutz. Ja, Captain? Ach, nur ein Eindringling, Sir. Ich kümmere mich um ihn. Er sagt, du sollst gefoltert werden. Wähle die Art deiner Bestrafung. Du wirst entweder geteert und gefedert, oder du musst über die Planke laufen. Die Planke ist kaputt? Oh, über die Planke bin ich schon auf dem Weg nach oben gelaufen. Reicht das? Nein, tut mir leid. Nun, ich schätze, über die Planke laufen muss dann reichen. Wir versuchen, den Gebrauch von Teer und Federn zu vermeiden. Das gibt immer so eine Sauerei und wir müssen den Teer für Notfälle und Lecks aufsparen. Was sagt ihr, Männer? Sollen wir ihn über die Planke schicken? Hm? Wie bitte, Captain? Vandalen? Nun, es sieht aus, als hätten wir technische Probleme, Threepwood. Also müssen wir trotz allem den Teer und die Federn rauskramen. Okay. Das wird dir eine Lehre sein. Oh nein. So, und was mache ich jetzt? Keine Ahnung. Wir haben das noch nie zuvor gemacht. Fühlst du dich nicht erniedrigt? Ich schätze schon, aber nicht mehr als gewöhnlich. Nun, dann verschwinde einfach. Okay. Der Hähnchen-Heini wollte ein Hähnchen. Wir sehen aus wie ein Hähnchen. Und der Hähnchen-Heini bringt ein Hähnchen noch lebend, hat er vor allem gesagt. Das heißt, nicht zubereitet auf das Piratenschiff, weil er in Verzug ist. Und wir sehen gerade aus wie ein Hähnchen. Wenn das kein Zufall ist. Und im Wasserfall können wir uns hundertprozentig reinigen. Der ist nicht umsonst da. Okay, geht das? Das probieren wir jetzt mal aus. Ich biete mich jetzt mal als Fähnchen an. Für den alten Sack. Ob der mich dann aufs Schiff bringt und ich mich dann auf dem Schiff frei bewegen kann. Haben Sie eine Reserve? Madre de Dios. Es ist El Pollo Diablo. Naja, wir sind weniger Muskeln. Hä? Ja, ich habe deinen Gefangenen freigelassen und jetzt komme ich dich zu holen. Sie, hey Diablo en Liberas, was? Wir probieren's. Sí, he dejado en libertad los prisioneros y ahora vengo por ti. Du mein Spanisch ist mich nicht ohne einen Kampf. Ah, was ernsthaft? Dieses Hühnerfett hat alle Federn abgewischt. Huch, ich verhalte mich besser leise. Absolut, Kapitän. Ich beschäftige mich damit sofort, nachdem ich gegessen habe. Wie bitte, Kapitän?
Ich esse zu viel gebratene Hühnchen? Nun, ich habe halt eine Schwäche für Hühner, das ist alles. Ich weiß, dass Sie keine Schwächen haben, Kapitän LeChip. Sie sind ein Erfolgsmensch, ein Macher. Ich nur eine kleine, winzige Fliege. LeChip? Der Kapitän ist ein Affe? Also, wenn der Kapitän ein Affe ist, muss Mr. Fossi... Ei, ei, Kapitän. Frische Bananen für die ganze Mannschaft. Völlig durchgeknallt sein. Wie bitte, Kapitän? Ihre Parasiten ärgern Sie? Natürlich, ich werde Sie lausen, Sir. Wissen Sie, Sir, der Fund dieser goldenen Statue ist vielleicht genau der Ansporn, den unsere Crew braucht. Nun, mit solchem Reichtum können wir ein neues und besseres Schiff kaufen und so die Karibik terrorisieren. Okay. Krug. Ich hasse Porzellan. Es ist eine lange Geschichte. Ich erklär's später. Was? Ja, es ist ein Porzellankrug. Okay. Mir ist nicht nach Früchten. Bullauge? Das ist ein Fenster, kein Bullauge. Wenn ich aus diesem Bullauge klettere, lande ich genau auf meinem Stück Planke. Ah, okay. Kommen wir... Aber hier muss man doch irgendwas machen können. Wenn ich mit ihm rede, glaube ich nicht, dass es gut geht. Es ist eine Reifenschaukel. Es ist Mr. Fossi, der erste Mat. Es ist der furchteinflößende Pirat LeChim. LeChim. Meine Lieblingssorte. Plünderbrot. Mais, Essig, Preiselbeeren. Oh, die wären rot. Salz und Pfeffer, Bierkrug, Kartoffelbrei, Bananen. Hörst du die Butterkekse? Oh. Biskuit. Madiges Biskuit. Hühnerfett haben wir ein. Oh, wir haben Hühnerfett bekommen. Okay. Brot. Ich kann mir keinen Verwendungszweck für ein Laib Plünderbrot vorstellen. Wir kommen da eh nicht ran. Ich will kein weiteres Biskuit. Es ist aus Porzellan. Oh, Schatzkarte. Sie würden mich sehen. Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Schade. Kommen wir da ran? Nee, wir haben nichts, womit wir rankommen, leider. Wir haben aber Hühnerfett. Können wir vielleicht das Hühnerfett Hühnerfett, das ist ja auch braun. Können wir das vielleicht auf den Heini draufschmieren, damit er braun wird und wir die Karte, oder dass er so umdreht zumindest schon mal? Ich mochte Preiselbeeren noch nie und ich gedenke nicht, jetzt daran etwas zu ändern. Kommen wir hier irgendwie raus? Ich würde mich hier gerne bewegen eigentlich, aber ich glaube, das geht nicht. Ich habe nur das eigentlich als Verlängerung. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Wenn er merkt, dass ich hier bin, tut er mir vielleicht etwas noch Schrecklicheres an. Ich vermute, Mr. Fossi ist der Einzige, der mit ihm reden kann. Mir ist nicht nach Bananen. Okay, was können wir jetzt hier anfangen? Ich will nichts haben, das so stinkt. Ja, schön, ich komme jetzt hier wieder raus. Habe ich nur das Fett gebraucht? Oh, die Haie übrigens. Habe ich nur das... Hier liegt jetzt die Blanke auch rum. Habe ich nur das Fett gebraucht? Für was denn? Hilft das... Kann ich damit für den Fett wirklich ihn irgendwie einschmieren oder sowas? Wir haben ja auch den Krug mit Farbe. Wir probieren es mal. Komm mal her. Wir probieren es mal mit dem Hühnerfett. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Wieso nicht? Krug. Hier haben Sie etwas zu trinken. Bringt er jetzt die Farbe? Eigentlich sollte es über ihm ausgießen. Lecker, aber nicht sehr erfrischend. Hast du noch was anderes, Schätzchen? Nein, Schätzchen. Dann bring mir noch so eins. Okay, das war nichts. Wir können die Limonade von... Moment. Wenn wir jetzt den Krug irgendwie austauschen können, kriegen wir Limonade. Das ist erfrischend. Sieh mal, ein dreiköpfiger Affe. Oh Junge, oh Junge. Ja, Junge, der Klassiker. Junge, das ist erst der Anfang. Hey, nur weil Sie ein Erwachsener sind, heißt das nicht, dass Sie meine Zeit verschwenden können. Bingo, und jetzt gib mir nochmal den endlosen, bodenlosen Krug-Tarif, bitte.
Gib mir was von der Limonade, du kleiner Gauner. Das macht einen Fünfer. Ah, das war erfrischend wie Morgentau. Hey, wie haben Sie all die Limonade ausgetrunken? Sie haben die Krüge vertauscht. Sie betrügen. Ich hoffe, Sie sind jetzt zufrieden. Sie haben einen aufstrebenden jungen Unternehmer aus dem Geschäft gedrängt. Ich brauche ihn nicht mehr. Aber den Limonadenkrug doch, oder? Gott Bingo. Sei Dank ist es kein Porzellankrug. Was hat er gegen Porzellan? Ich brauche ihn nicht mehr. Ich habe schon darauf gewartet, wann das mit dem dreiköpfigen Affen kommt. Okay. Krug. Der Krug ist leer. Aber bodenloser Krug. Krug. Ich habe eine Idee. Funktioniert das? Ich habe Ihnen einen neuen Krug geholt. Danke. Okay, das Krug ohne... Das geht. Nutze Krug mit Krug ohne Boden. Dann muss ich... Der Krug ist leer. Okay. Hühnerfett wird da auch nicht helfen. Ja, okay. Aber die rote Farbe. Das, was wir vorhin schon probiert haben, soll jetzt gehen. Ich schütte den Krug mit der roten Farbe in den anderen Krug rein. Er wird übergossen mit roter Farbe. Er ist jetzt voller Farbe. Denkt, er ist rot und dreht sich um. Na, wenn das klappt. Hier ist Ihr Drink, Sir. Bingo, cool. So gleichmäßig. Sehen Sie, Placido, Sie brennen. Ah, alle diese Monate in der Sonne und meine Bräune pellt sich einfach ab. Ich drehe mich besser um. Gute Idee. Sehr gute Idee. Bingo, Karte. Ja, nehmen ist eher irgendwie doof, oder? Ich werde mir die Karte niemals merken können. Sie ist viel zu kompliziert. Ich kann die Karte doch nicht einfach von seinem Rücken abreißen. Hm. Abzeichnen können wir es aber auch nicht, oder? Wir haben zumindest nichts damit, womit es gehen könnte. Ich möchte dieses Flugblatt behalten. Vielleicht... Okay. Was man mit dem Zauberstab... Der Zauberstab hat keine Wirkung darauf. Was man mit dem Zauberstab anfangen könnte, ist mir halt auch nur ein Rätsel. Hätte man den vielleicht als Verlängerung für irgendwas nehmen können? Kuchenform. Hühnerfett. Geht das? Hühnerfett wird da auch nicht helfen. Hühnerfett wird da auch nicht helfen. Ich will die Karte nicht ruinieren. Die ist eintätowiert, was soll denn da passieren? Okay, Das ist barbarisch. Hätte ja funktionieren können. Okay. Wir haben es geschafft, dass er sich umdreht. Wir haben aber nichts, mit dem er die Karte abzeichnen könnte. Okay. Ich stehe auf dem Schlauch. Ich würde aber sagen, für die Folge war es das erstmal. Wir sind weit genug gekommen. Ich gehe lieber den langen Weg darum herum, als durch den heißen Sand zu laufen. Okay, aber wir kommen da wieder hin. Der will nach wie vor nicht mit uns reden, nehme ich mal an. Ach, Cabana-Junge. Gräbst du mich in den Sand ein? Ich beginne sofort, ihr Grab zu schaufeln. Okay, der will nach wie vor nicht mit uns reden und wir brauchen nach wie vor das Öl und vielleicht Würstchen und Fritteuse. Okay, er ist weg. Mit dem Krug können wir auch nichts mehr anfangen. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir noch Limonade kriegen. Ich brauche ihn nicht mehr. Oder sowas, aber okay.
Wir haben das Hühnchenfett bekommen auf dem Schiff. Ich glaube, dass wir auf dem Schiff noch irgendwas machen müssen. Dass wir nur das Hühnchenfett kriegen wegen der... Also die ganze Aktion nur fürs Hühnchenfett, mit dem ich, oder Hühnerfett, mit dem ich noch nichts anfangen kann, ist mir ein Rätsel, ehrlich gesagt. Okay. Den Baum müssen wir noch absägen und so weiter und so fort. Wir haben jetzt aber nichts, mit dem wir den Baum jetzt absägen könnten. Nö, wir haben da nichts weiter dazu gekriegt. Ich würde sagen, wir machen es so. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich schlafe mal eine Woche drüber. Oder zwei. Ich habe nämlich jetzt fast alle Folgen am Stück aufgenommen für Monkey Island. Das mal als kleine Nebeninfo vielleicht. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich stehe auf dem Schlauch gerade. Vielleicht müssen wir noch mal mit den drei Piraten irgendwie reden. Hier hinten kommen wir nicht weiter. Er ist... Oder hat sich da jetzt irgendwas geändert? Wahrscheinlich nicht. Nee, okay. Oh! Fußabtreter. Das möchte ich nicht. Kannst du den... Juppa! Okay, den haben wir ignoriert, den Fußabtreter. Und wir kommen nach wie vor halt nicht in die Küche. Fenster. Es ist das Fenster nach draußen. Okay. Hilft uns auch nicht weiter. Okay, ich glaube, wir reden in der nächsten Folge nochmal mit den Friseuren. Hier ist auch noch Matschpfütz. Oh. Können wir vielleicht irgendwie... Hufer mit Matschpfütze? Oh. Nichts. Wie nichts? Hä? Okay, das müssen wir definitiv... Braucht man das noch? Das werden wir irgendwann brauchen. Weil es geht hier nichts umsonst in dem Spiel. Okay, das geht. Ich habe eigentlich gedacht, dass er jetzt Matsch mitnimmt, so wie in Teil 2, aber nee, okay. Wir reden nochmal mit den Friseuren im nächsten Teil. Das mit dem Licht müssen wir auch nochmal hinkriegen, hier drin und so weiter und so fort. Wir haben ja ein paar neue Gegenstände, vielleicht fällt mir irgendwas Neues ein. Wir kommen auf jeden Fall mehr oder weniger weiter. Und ans Spielfeld müssen wir auch noch. Wir müssen noch irgendwie... Wir können höchstens irgendwie rum abzweigen vielleicht. Rum mit roter Farbe, können wir den ausschütten? Nein, das würde meine Zunge rot. Wenn ich meine Hand hineinstecke, werden meine Finger rot. Er ist voll roter Farbe. Okay. Egal. Für die Folge war es das Ganze. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Macht's gut.